Vorgestellt von Matthias Schlamminger aus Regensburg. Dieser Hengst ist verkäuflich, sein Stockmaß 1,68 Meter. Catalog number 75 with a size of 168 and the stallion is for sale. Und auf dem Zirkel zur Linken am Eingang die Katalognummer 61, Number 61. Der Sohn des Sigrid, dann Dregenhardt, Upon, Lajart und Artwig. Verena Münch aus Neckargemünd ist Züchterin und Ausstellerin. Auch dieser Hengst verkäuflich, gemessen mit 1,67 Meter. Ja, die 75 hier schon effektvoll trabend auf dem oberen Zirkel. Sein Vater Vaterland von Vitalis Craig Contango. Ja, beliebt bei den Züchtern. Große, qualitätvolle Fohlenjahrgänge geliefert. Inzwischen selbst ja auch schon als Siebenjähriger siegreich auf S-Niveau mit Dinja van Liere. Und am vergangenen Wochenende dann folgerichtig als VTV Dressurhengst des Jahres ausgezeichnet. Muttervater Limes von Lenzer 2, auch er im großen Dressursport auf Grand Prix-Niveau erfolgreich gewesen. Dann die Leistungshengste Pablo und Akzent 2. Vererbungsstarke Mütter und Großmütter auch im Pedigree der 75 zu finden. Die direkte Mutter unseres Körkandidaten Sternchen von Limes brachte das international Grand Prix siegreiche Dressurpferd Sound of Silence von Sanamur. Dieser Sanamur-Sohn in Kanada mit Camille Carrier-Bergeron erfolgreich. Und auch zweite und dritte Mutter haben es erfolgreiche Spring- und Dressurpferde hervorgebracht. Despina von De Niro zum Beispiel, es siegreich. Oder aus der dritten Mutter, kein geringerer als Quando Quando, der Quadro B-Sohn, der Linienbegründer, den ich schon mehrfach angesprochen habe am heutigen Tage, ebenfalls natürlich Grand Prix siegreich gewesen in seiner aktiven Zeit. Katalog Nummer 61, gestrigen Tage schon mit einem sehr sympathischen Auftritt. Dieser Sohn des Sigrid, auch so ein DSP-Aushängeschild, dieser Sitzuan St. Moritz-Sohn aus der Zucht von Hubert Vogler. Auch er war ja höchst beliebt oder ist höchst beliebt bei den Züchtern, war Bundeschampion, war Vize-Weltmeister, aber seine Vererbungskraft, die sucht doch wirklich seinesgleichen, wenn man jetzt in seine ersten Jahrgänge schaut. Die 4-, 5-, 6-Jährigen, die dominieren doch das Dressurgeschehen, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus bei den Bundeschampionaten, bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Enorm viele Sigrid-Nachkommen mit von der Partie. Sie lassen sich einfach reiten, sie lassen sich formen, sie machen mit. Das zeichnet einfach die Kinder dieses großartigen DSP-Hengsts aus. Auch auf der Mutterseite unserer Katalog Nummer 61 hier. Tolle Vererbungsleistung, zum Beispiel der Staatsprämienstute Utopie von Upin Lajart.
7 sporterfolgreiche Nachkommen hat sie gebracht, darunter den Grand Prix siegreichen Weinbergsohn Weinzauber. Ganz weit verbreiteter Leistungsstamm hier im Pedigree-Background. Viele erfolgreiche Dressurpferde auch aus dieser Linie. Allen voran natürlich der unvergessene Salinero von Saleri, der so viele große Erfolge feierte auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen. She needs a shelter, shelter for the night. This one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Das, meine Damen und Herren, waren unsere beiden Auktionskandidaten, die 61 von Secret und die 75 von Vaterland.